Nicht. Timo setzt sich mit 2:1 gegen den Favoriten aus Leverkusen durch. Glückwunsch. Tolle Sache. Und das war sogar, wenn man jetzt den Spielbericht so verfolgen kann, sogar total verdient am Ende. Ja, im Endeffekt, wenn man es jetzt so betrachtet, vor dem Spiel hätte ich gesagt, Leverkusen ist eigentlich ein undankbarer Gegner in der zweiten Runde. Wir hatten in der ersten Runde hatten wir Friesdorf, die haben wir geschlagen. Da haben wir uns natürlich jetzt Fortuna Köln erhofft, jetzt sag ich mal als kommenden Gegner, einfach für die Zuschauer auch, damit vielleicht dort der Zuschauerzuspruch in Ende nicht noch was größer ist. Leverkusen war dementsprechend nicht so attraktiv für uns, weil es halt ein schwerer Gegner ist, ist ein Mittelrheinligist. Und ja. Aber ja, vielleicht geht es ja mit Fortuna jetzt dann im Viertelfinale. Das werden wir jetzt am Mittwoch dann erstmal abwarten müssen, wie die dann in Nierfeld spielen. Wäre ein Wunsch, ja. Marco, bei euch hat man so ein bisschen den Eindruck in der ersten Hälfte gerade gehabt, ähnliches Thema wie eben beim FC, so eine Einstellungsgeschichte. Würdest du da zustimmen, dass ihr den Gegner vielleicht ein bisschen unterschätzt habt, dass das irgendwie so, dass ihr nicht so ganz hundertprozentig bei der Sache wart? Ja, Einstellung und unterschätzt würde ich nicht unbedingt so unterschreiben, aber wir haben einfach die Grundtugenden, die man in so einem Spiel bei einem unterklassigen Gegner auf Asche mitbringen muss. Das sind in erster Linie Kampf, Herz, Leidenschaft und bis zur letzten Sekunde. Das haben wir total vermissen lassen über 95 Minuten inklusive der Nachspielzeit. Und aus dem Grunde kann man hier nur gratulieren. Bonn-Endenich ist ein verdienter Sieg und wir sind die Deppen des Achtelfinals. Da gab es in der ersten Runde auch schon ganz andere, sagen wir es mal so. Trotzdem, das Spiel war ja auch so in der zweiten Hälfte auf der Kippe dann, der Ausgleich. Aber war es dann, Timo, für euch auch der Schlüssel zum Erfolg, das Wichtige, dass ihr 3-4 Minuten später die Antwort wieder direkt geben konntet? Also wir wissen von vornherein eigentlich, wir sind auch Fußballer, ihr habt ja kein Phrasenschwein hier, oder? Ja, das buchen wir direkt. Der Ball ist rund, wie gesagt, ja. Also wir trainieren zwar nur zweimal die Woche, aber wir sind auch Fußballer und denke ich mal, wir können auch Fußball spielen im Endeffekt. Klar war uns die Aufgabe bewusst, Leverkusen ist stark, aber trotzdem, wir wollten immer Tore schießen, wollten eigentlich auch kein Tor kassieren, also wir sind nach freien Spiel gegangen, auch mit Siegeswillen und ich saß witzigerweise vorher noch auf der Massagebank und hörte dann in der Nachbarkabine, wie der Trainer halt schon Stimmung machte, die werden uns heute alles abverlangen, die werden heute nur über den Kampf kommen und hat dann noch gesagt, schaut euch die da drüben an, das weiß ich noch, da habe ich zu meinen Jungs gesagt, also wenn sie hier heute was holen wollen, dann müssen sie richtig bluten auf unsere Asche. Was für uns eigentlich auch kein Vorteil ist, die Asche. Also wir spielen auswärts auch besser als auf unserer Asche. Deswegen würde ja, aber ich zu Hause seid ihr auch nicht so schlecht, wie die Statistik sagt. Wir schießen weniger Tore als auswärts. Okay. Wie soll denn diese Erfolgsgeschichte, von der auch der Trainer gesprochen hat, wo soll es denn noch hingehen? Ja, also man muss schon irgendwo auch realistisch sein. Wir sind derzeit Dritte in der Bezirksliga, würden gerne natürlich oben anklopfen. In der Landesliga haben wir auch eine gute Truppe, mit der wir es auch schaffen können. Aber die ersten vier Spiele haben wir vergeigt. 0 Punkte aus 4 Spielen. Das war schon heftig und da musste man sich, wie der Marco schon gesagt hat, auf die Tugend einfach nochmal verlassen. Und das ist halt die Basis, womit es halt losgeht. Und da fing es halt wieder an und wir haben jetzt 9 Spiele in Folge nicht verloren, sind jetzt 3. Platz vom letzten Platz an. Und das ist schon eine tolle Geschichte, auch für den Verein, für den Präsidenten Klaus Marke, Gerd Jungheim, für alle Mann, das ist schon toll. Definitiv. Und ist das vielleicht auch der einzige Trost für euch, Marco, dass ihr euch jetzt sagen könnt, Pokaltraum ist zwar geplatzt, aber wir können uns jetzt voll und ganz auf die Liga konzentrieren und da seid ihr ja auch ganz gut in den Tritt gekommen zuletzt? Ja, ein richtiger Trost ist das eigentlich nicht, weil wir hatten uns schon hohe Ziele gesteckt für den Pokal. Wir haben im Kreispokal, und da sind wir ja über einige Kölner Dörfer in Anführungsstrichen getingelt, sag ich mal, bis wir letztendlich uns für den Mittelrhein-Pokal qualifiziert haben, haben wir uns eigentlich beim ersten Spiel in der Kabine von einem Kreisliga-D-Ligisten, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, ja, wir versuchen jetzt von Spiel zu Spiel weiterzukommen und irgendwann den Pokal zu gewinnen. Klar, wann hat man mal so eine Chance? Die Amateurvereine von den Profis, die sind jetzt nicht mehr dabei. Man ist als Mittelrheinligist fast schon einer der Favoriten. Und die Chance wollte man nutzen, nur der Traum ist jetzt ausgeträumt. Jetzt auf ein neues im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr und jetzt gilt halt die Konzentration der Meisterschaft und da sind wir auf einem ganz guten Wege und wollen da auch weiter fortsetzen. Werden wir auch weiter verfolgen. Definitiv die Mittelrheinliga ja sowieso Stammgast hier bei uns in Rheinsport. Schauen wir noch schnell der Vollständigkeit halber auf die gesammelten Ergebnisse, soweit sie denn schon vorliegen aus diesem FVM-Achtelfinale. Also Walheim gegen Bergisch Gladbach am Mittwoch schon auch schon gesehen hier 0:1. Alsdorf gegen Teverin, wie auch gerade gesehen, 2:5. Die Begegnungen vom Samstag dann Bonn-Endenich, Leverkusen 2:1. Hennef unterliegt Borussia Freihaldenhofen mit 2:3. Hilal Marok-Bergheim unterliegt dem FC Wegberg-Beek mit 1:2. Und der VfL Alfter besiegt den SV Schlebusch mit 3:2. Wipper führt gegen Windeck und Nierfeld gegen Fortuna Köln. Diese beiden Begegnungen werden erst am Mittwochabend ausgetragen und die Begegnung von Fortuna Köln bei Schwarz-Weiß-Nierfeld können Sie dann am Freitag hier in Rheinsport verfolgen. Sie merken schon,
das FVM-Pokal-Achtelfinale, ganz groß geschrieben hier in dieser Zeit bei uns. Das wird dann das vierte Spiel aus 18, was wir Ihnen dann präsentieren dürfen. Auch eine tolle Sache. Und genauso toll, Timo Marco, dass ihr meine Gäste wart. Gerne. Wünsche euch eine verletzungsfreie Restsaison. Dankeschön. Und dass eure gesteckten Ziele in der Liga sowohl als bei euch natürlich jetzt auch weiter im Pokal dann auch in Erfüllung gehen. Mal gucken, vielleicht klappt es ja mit Fortuna Köln im Viertelfinale. Das Viertelfinale wird, glaube ich, erst im Februar hier ausgelost. Richtig, aber ja, so lange müssen wir uns noch gedulden. Schön, dass ihr meine Gäste wart. Gerne. Vielen lieben Dank. Einen schönen Abend noch. Auf bald. Dankeschön. Danke. Ciao. Und wir machen eine ganz kurze Pause und gleich geht es dann weiter.